Gottes und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Exzellenz, liebe Seminargemeinschaft, liebe Gläubige, welchen Plan hatte der himmlische Vater mit seinem eigenen geborenen Sohn? Die Antwort auf diese Frage gibt uns der heilige Paulus in der heutigen Lesung. Im alten Bunde mussten immer wieder die gleichen Opfer für die Sünden des Volkes dargebracht werden. Der hohe Priester selbst pflegte jedes Jahr einmal in das Allerheiligste einzutreten, um dort das Blut unvernünftiger Opfertiere auszusprengen. Jesus Christus, der ewige hohe Priester, aber sühnte mit seinem eigenen Blute ein für allemal die Sünden der Menschen und trat für ewig in das himmlische Heiligtum ein. Sein Opfer auf Kalvaria war ein unbeflecktes, vollkommenes und endgültiges Opfer. Welchen Plan hat der himmlische Vater mit uns? Der liebe Gott möchte, dass auch wir für ewig in das himmlische Heiligtum eingehen. Zuvor möchte er uns aber auf Erden zur Vollkommenheit führen. Und das geschieht auf zwei sich ergänzende Weisen. Einmal auf eine positive Art und Weise. Wir besitzen die heiligmachende Gnade. Die heiligste Dreifaltigkeit wohnt in uns. Zusammen mit der heiligmachenden Gnade sind wir auch im Besitz der göttlichen Tugenden und der eingegossenen sittlichen Tugenden. Unterstützt wird unser Gnadenleben durch die sieben Gaben des Heiligen Geistes. Dazu erhalten wir aktuelle Gnaden. Gleichzeitig gibt es aber auch einen von uns mehrheitlich negativ empfundenen Aspekt. Gott reinigt uns von unseren Fehlern, Sünden und Anhänglichkeiten. Man kann unsere Seele mit einem rohen Stein vergleichen, den der liebe Gott während unseres Lebens zu einem feinen, leuchtenden Diamanten schleifen möchte. Diese Arbeit des Schleifens und Feilens geschieht dadurch, dass wir unsere Kreuze tapfer tragen, die Leiden geduldig annehmen, den Entbehrungen und Verdemütigungen nicht aus dem Weg gehen, Schicksalsschläge, Mühseligkeiten, Verleumdungen und Krankheiten großherzig auf uns nehmen. Alle diese Prüfungen sind dazu da, damit wir in der Tugend gefestigt werden. Von der Krippe bis zum Kalvarienberg ertrug der Heiland viele Entbehrungen, Verdemütigungen, Mühseligkeiten und schmerzliche Leiden. Darin ist er ein wirkliches Vorbild für uns, wie der heilige Petrus in seinem ersten Brief schreibt. Christus hat für uns gelitten und uns ein Beispiel hinterlassen, damit wir in seine Fußstapfen treten. Ich möchte in dieser Predigt auf eine chinesische Katholikin mit dem Namen Rose Hu zu sprechen kommen, die unter Mao Zedong 26 Jahre in Arbeits- und Umerziehungslagern verbracht hat. Es gibt kaum etwas Schlimmeres auf Erden als diese fürchterlichen Lager mit ihren Verhör- und Foltermethoden. Nach ihrer Haft ist Rose Hu in die USA ausgewandert, hat dort die Tradition kennengelernt und wurde ein treues Mitglied des Dritten Ordens der Priesterbruderschaft St. Pius X. Vor ein paar Tagen ist endlich nach langem Warten die deutsche Übersetzung ihrer Autobiografie beim Sartor Verlag herausgekommen. Der Titel lautet »Mit Christus im chinesischen Straflager«. Ich kann das Werk Ihnen wärmstens empfehlen. In diesem Buch beschreibt Rose Hu äußerst eindrücklich und durchweg in übernatürlicher Gesinnung ihren Leidensweg. Besonders ragt ein Gedicht mit dem Titel »Schmerz« heraus. Ich lese dieses Gedicht vor. »Ich war ein Stück Holz, zweite Wahl. Mein Besitzer sägte mich vor vielen Jahren von einem alten, mächtigen Baum, dann ließ er mich in einem Korb mit Spänen und Klötzen liegen. Ich wartete darauf, dass auch ich an die Reihe kam, ins Feuer gelegt zu werden.
Ich wartete und wartete, bis ein Künstler kam. Als er bemerkte, nahm er mich heraus und prüfte mich eine Weile. Er sagte zu sich, das ist das Material, das ich brauchen kann. Ich möchte daraus eine Statue des Jesuskindes schnitzen. Ich war erstaunt. Konnte aus mir so eine feine Figur gemacht werden? Ich war ein so roher Klumpen und so grob. Wie konnte er aus mir ein Jesuskind schnitzen? Der Künstler schien meine Gedanken zu erraten. Er sagte, ich muss den größten Teil von dir entfernen. Willst du das? Ich überlegte eine Weile und nickte mit dem Kopf. Er nahm mich sogleich in die Hand und tat, was er gesagt. Er hackte und schnitzte ohne Unterlass mit Beil und Messer. Der erste Hieb sollte gleich ein Drittel von mir wegreißen. Oh, es war meine ganze Jugend, ein Drittel meines Lebens. Gewiss, es war schmerzvoll, grausam und tränenreich. Der Bildhauer wandte sich mir noch einmal zu. Mit nur einem Hieb kannst du keine Statue werden. Ich stimmte zu und entgegnete, bitte mach, was du willst. Er versetzte mir einen zweiten Hieb. Der nahm mir meine Gesundheit. Und dann noch einen, meine Zukunft. Von ihr konnte ich mir noch nichts mehr erwarten. Schließlich kam die Rohform, das Jesuskind, zum Vorschein. Ganz am Ende, Schnitt für Schnitt, Blutstropfen für Blutstropfen, lächelte mein Künstler und sprach, nun kommt der letzte Augenblick. Mit meinem kleinen Messer werde ich die Schleifen fein machen und glatt. Um mich zurechtzumachen, nahm er mir die Selbstachtung und danach den guten Ruf. Ich lag nun da in meiner Blöße, verachtet, eine Qual viel schmerzvoller als der erste und der zweite Hieb. Ich bleib dabei, ich will unserem Herrn gleich werden, ihm folgen. Ich muss jede Pein, die mein Herz durchbohrt, annehmen. Und wirklich, in dieser Welt umgibt uns der Schmerz von allen Seiten. Ob man König oder Millionär ist, es gibt keinen Weg, ihm zu entfliehen. Es ist zum Erbarmen, Leiden überall, Leiden, wohin man auch blickt, und doch erkennen nur wenige von uns den Wert der Schmerzen. So viel Pein wird vergebens erlitten, vergeudet. Ich weiß, es gibt nichts Großes ohne Schmerz. Gott aber wird eines Tages unsere Schmerzen von uns nehmen. Endlich ist die Statue vollendet. Ich liege still in der Krippe. Wenn die heilige Jungfrau ihren Sohn anschaut, sieht sie mich. Es war die Vorsehung Gottes, die das Brennholz umgestaltet hat. Gott sei gepriesen auf ewig. Soweit das Gedicht von Rose Hu. Wenn es Ihnen vielleicht ansatzweise ähnlich geht oder schon ergangen ist, dann soll Sie dies nicht beunruhigen, sondern vielmehr trösten. Es bedeutet nichts anderes, als dass der liebe Gott in Ihrer Seele am Werke ist. Der heilige Ludwig Maria Grigno von Montfort hat in seinem goldenen Buch den Weg zur Vollkommenheit mit dem gleichen Bild beschrieben. Er sagt, dass der Seelenführer, dass Seelenführer, die Jesus Christus in sich oder in ihren Mitmenschen gestalten wollen, sehr gut mit Bildhauern verglichen werden können, die im Vertrauen auf ihre eigene Erkenntnis, ihren Fleiß und ihre Geschicklichkeit mit unzähligen Hammerschlägen aus hartem Stein oder knorrigem Holz ein Christusbild herauszumeißeln suchen. Gar oft, sagt der heilige Ludwig, gelingt es ihnen nicht, Christus gut getroffen darzustellen. Sei es, weil sie die Person Jesu Christi zu wenig kennen, sei es, weil manche Schläge fehlgehen, die das Bild entstellen. Und nun kommt der heilige Ludwig Maria Grigno von Montfort auf die vollkommene Hingabe an Jesus durch Maria zu sprechen. Wer diese Andacht übt, sagt er, hat es nicht mehr mit einem Bildhauer zu tun, sondern mit einem Gießer. Dieser nimmt eine wunderschöne Form, nämlich Maria,
in welcher Jesus naturgetreu und auf göttliche Weise geformt wurde. Ohne auf die eigene Geschicklichkeit zu vertrauen, sondern einzig und allein auf die Vortrefflichkeit der Form, ergießt und verliert es sich in Maria, um das naturgetreue Abbild Jesu Christi zu werden. Der Heilige ergänzt: Aber bedenke, dass man nur Geschmolzenes und Flüssiges in eine Form gießen kann. Das heißt, du musst in dir den alten Adam vernichten und schmelzen, um in Maria ein neuer Mensch zu werden. Soweit der heilige Ludwig. An einer anderen Stelle in ihrem Buch macht Rose Hu die überraschende Aussage, dass sie in ihrem ganzen Leben nie so glücklich war wie in diesem fürchterlichen Gefängnis in China. Das zeigt, dass das wahre Glück gerade eben nicht von den äußeren Gütern kommt, sondern von einem guten Gewissen und der Verbundenheit mit dem lieben Gott. Danken wir dem lieben Gott für unser gutes Gewissen und danken wir ihm für seinen Trost. Vom heutigen Passionssonntag an bis zum Karfreitag wird zum Zeichen der Trauer das Bild des Gekreuzigten verhüllt. Damit will die Kirche uns zeigen, dass zu manchen Zeiten nur die Prüfungen sichtbar sind, ohne dass man dabei den geringsten Trost erfährt. Gleichzeitig aber weiß unser Verstand, dass solche Zeiten der Prüfung zum Plane Gottes mit unserer Seele gehören. Denn nur ein geschliffener Stein wird zum Edelstein, und wenn der Diamant nicht geschliffen wird, wird er nicht in seiner ganzen Schönheit erstrahlen können. Amen. Im Namen des Vaters und des Sohnes, des Heiligen Geistes. Amen.